wirklich schon mal. Ah, kannst du noch nicht, weil die Bäckerei noch nicht fertig ist. So, du bist ausgeschlafen und satt. Also kannst du weiter erkunden gehen. Dann gehen wir da drüben erkunden als nächstes. Also hier haben wir auf jeden Fall einen satten grünen Wald, wo unser Holzfäller einiges zu tun haben wird. Wir haben auch Steine hier jede Menge. Also hier und hier. Also wenn wir hier irgendwo unseren Steinbruch dazwischen errichten, ist das okay. Die einzige wichtige endliche Ressource eigentlich, endlichen Ressourcen, sind Holz und Eisen für uns. Gold vielleicht noch, wenn wir unser Militär ausbilden wollen. Also wie ich das sehe, haben wir hier recht viel Eisen rumliegen. Ist das wahre Problem eher das Holz? Wobei, davon haben wir auch jede Menge. Ja, doch, Nahrung könnte langsam etwas knapper werden. Aber die Bäckerei ist jetzt zum Glück gleich fertig. So, das heißt, du arbeitest schon mal in der Bäckerei und versorgst sie. Und wenn genug Mehl und Wasser drin vorhanden ist, dann fangen wir mit dem Backen an. Also ja, Steine haben wir wirklich genug hier im Umland. Wir haben hier die Steine am Fluss und hier. Und zur Not haben wir noch die Steine hier im Gebirge, in dem kleinen Berg. Gebirge ist gut. Das hier ist eher Gebirge. Wobei Gebirge in solchen Spielen eh immer irgendwie etwas klein geraten sind. Dann decken wir hier mal fertig auf. So, Werkzeugschreiner ist fertig. Das heißt, du stellst Werkzeug her. Du gehst was essen, das ist auch okay. Das heißt, wir können eigentlich gleich mal schon den Steinmetz hier drüben hinstellen. Ja, hier ist sogar gleich eine gute Stelle. Und zum Glück ist das Gebiet reich an Nahrung. Dann kann ich dich nämlich immer schön satt halten, damit du mir nicht verhungerst und wegstirbst. So, Werkzeugschreinerei, produziere erstmal nur 9 Holzwerkzeuge. So, ist noch mal was. Ja, will.
Rotstaub. Wird. Na, will. Wird. Jo. So, Werkzeugschreiner arbeitet. Das Steinmetz wird auch schon gebaut. Hier werden nochmal Steine. Und noch mehr Bärenbüsche. Also ja, in der Hoffnung, dass die anderen Indianer auch irgendwo da oben sind, erkunde ich erstmal den Süden. Und hoffe, dass das Dreifamilienhaus bald freigeschalten wird. Du bist nicht verheiratet. Da suchst du dir jetzt eine Frau. Du suchst ja auch meine Frau. Nee, halt, du suchst dir keine Frau, abbrechen. Du suchst dir eine Frau. Du machst Nickerchen vor vielen Bärenbüschen. Nahrung hält sich gerade noch so. Du kannst trainiert werden. Weil auch wenn ich meine Bäckerei dann habe, wird das noch nicht richtig ergiebig sein, weil es keine Häuser gibt, in denen gekocht wird. Und ja, wahrscheinlich werde ich die Bäume hier, diesen kleinen Wald abreißen lassen von meinem Kundschafter. Einfach, dass wir hier den Bauplatz haben. Weil ich glaube, oder ich sag meinem Holzfäller nachher, er soll dort arbeiten. Oh, er war unterwegs was essen. Bei dem Bauplatz hier können wir gut gebrauchen, wenn die Bäume weg sind, bevor wir hier weiter den großen Wald abholzen. Okay, Steinmetzzelt ist fertig. Gut, produziere noch die eine Ladung. Mehl. Dann wird es Zeit, dass du für uns backen tust. Ja, wir hoffen, dass unser Werkzeugschreiner bald so weit ist, dass wir die Häuser bauen können. Hier würde ein Zweifamilienhaus hinpassen, aber kein Dreifamilienhaus. Hier würde ein Dreifamilienhaus auf jeden Fall hinpassen. Das können wir einfach an der Bäckerei gucken. Ja, da müsste hier
Oder hier das Dreifamilienhaus hin. Eine Hungersnot bahnt sich an, ja. Du bist jetzt Bäcker offiziell. Ja. Also sorgt für Nahrung. Dann geh du mal auf die andere Seite des Flusses. Oh, er hat sich jetzt selber schon Holzwerkzeug geholt. Du holst dir jetzt auch eins. Er benötigt Nahrung. Wo ist er denn? Ach, da unten. Oh je. Warum geht er so weit? Okay, das kann noch eine Weile dauern, bis wir endlich Brot haben. Bauen wir mal wieder ein bisschen Boost rein. Erreicht seinen Arbeitsplatz nicht. Macht keine Sachen. Er schafft es, irgendwelche Bärensträucher in der Pampa zu finden, aber er schafft es nicht mehr zurückzugehen. Also ja, die Bäume hier müssen auf jeden Fall weichen. So, drei Familienhäuser. Hier eins hin. Ich will halt eigentlich nicht so nah am Weizen bauen. Also kommt hier eins hin. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier und hier Holz loswerden. Und ja, es wird Nahrung produziert, sehr gut. Und es werden die Häuser gebaut. Das heißt, du kannst schon mal in das Haus einziehen. Du kannst auch in das Haus einziehen. Und du ziehst in das Haus hier ein. Und da wir auch kein Obst benutzen werden. Oh ja, das Gebirge hier ist recht eisenreich. Eisenreicher als das hier unten. Ja.